Das Happy End ist der Höhepunkt, auf den fast 2 Millionen Telenovela-Fans gewartet haben. Nach einem Jahr kriegt sie ihn endlich. Nina heiratet ihren Ben. Und was so schön im Fernsehen aussieht, war in Wirklichkeit so. Wind, Kälte, stundenlanger Regen machen die Dreharbeiten zur Schlammschlacht. Immer wieder warten auf einen trockenen Moment. Dicke Jacken und Thermounterwäsche statt Shirts und Sommerkleidchen. Wenigstens die Schauspieler können sich ab und zu in ihrem Wohnwagen aufwärmen. Guten Tag. Wir drehen gerade. Heiraten im Regen, das ist Spezial. Wie heiratet man am besten? Bei Hagel. Telenovela ist Fließbandarbeit. Das Wege zum Glück-Team produziert jeden Tag 42 sendefähige Minuten. Und das bei jedem Wetter. Die Sonne kommt heute aus 10.000 Watt Scheinwerfern. Und dann wird's hart für Hauptdarstellerin Gisa Zach. Raus aus den Gummistiefeln und rein in die Pumps. Trotzdem, die Stimmung am Set ist gut. Nächste Szene, wieder bewölkter Himmel. Regisseur Walter Franke bleibt trotzdem gelassen. Die Frage ist, ob wir es schaffen. Warten wir noch 3 Minuten oder sowas, 3-4 Minuten und schauen dann, ob wir wenigstens das Bild im Kasten kriegen. Wir haben das große Pech, dass wir eigentlich bei jeder Hochzeit, die wir bis jetzt hatten, ob das Bianca war oder ob das Julia war, wir haben immer Regenwetter gehabt. Der Himmel ist traurig, dass die Serie zu Ende geht, oder? Das will ich sagen. So schaut das aus. Wir werden dem trotzen, weil ja die Geschichte, die Wege zum Glück weitergeht. Also von daher werden wir das, glaube ich, auch schaffen. Da ist man froh, wenn man drinnen in der Kirche weiter drehen darf. Das Happy End von Nina und Ben ist das Highlight des Jahres bei Wege zum Glück. Hohe Konzentration bei allen Schauspielern. Immer wieder wird das Ja-Wort gedreht, immer wieder das Gleiche in verschiedenen Kameraeinstellungen. Bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, jetzt so die letzten Tage oder gerade heute, weil wir ein bisschen Pech haben mit dem Wetter. Wie man sieht, irgendwie dick eingepackt in unserem eigentlich sehr sommerlichen Abschied, der es ja eigentlich sein soll. Aber wir haben ein bisschen Pech und es regnet und es ist kalt. Aber ja, wie man sich eigentlich normal, wie man sich sonst auch fühlt, wenn man viel zu drehen hat. Nina, du siehst wunderschön aus. Das Wichtigste ist das Hochzeitskleid. Und das soll Zuschauerinnen jeden Alters gefallen. Nach diesem Traumkleid wurde lange gesucht. Wir haben zuerst angefangen, indem wir Berge von Hochzeitszeitungen gewälzt haben, zu dritt, also meine 2 Assistentinnen und ich. Und dann so eine kleine Auswahl getroffen haben und und dann überlegt haben, was realistisch ist und ob man das anfertigt oder ob man es fertig kauft. Dann haben wir lange gesucht und haben dann dieses Kleid gefunden. Und außerdem muss sie natürlich auch noch reinpassen. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Und auch Chefmaskenbildner Holger Brock und sein Team haben beim Hochzeits-Make-up und Frisur lange probiert und getüftelt. Also auf die Frisur selber, da haben wir 2 Nachmittage für gebraucht und haben ausprobiert, welche Frisuren zum Kleid passen könnten, wo wir den Schleier hinmachen, was für einen Brautschmuck wir kaufen. Also das Frisieren selber, wie gesagt, so 2 Nachmittage ungefähr. Und dann nochmal einen ganzen Samstag, wo wir rumgepilgert sind, geguckt haben, was für ein Brautschmuck passt rein. Was können wir selber basteln, was können wir kaufen. Wir haben dieses Jahr auch extrem viel selber gemacht mit den ganzen Brautjungfern, die ganzen Blumenmädchen. Das sind alles selbstgebastelte Sachen von uns, weil wir nichts Passendes gefunden haben. Und wie gesagt, da geht dann auch nochmal ein ganzer Samstag für drauf. Nach der Kirche die große Party im Freien. Heute ist das Wetter endlich gut. 50 Komparsen, alles ist romantisch dekoriert. Edles Ambiente und die Farbe Pink beherrschen den Look. Höhepunkt des Festes, das Anschneiden der Hochzeitstorte. Für diese eine Szene hat das Requisitenteam gleich mehrere Torten bestellt. Also wir hier in unserem speziellen Fall haben 3 Hochzeitstorten. 2 echte, weil im Drehbuch steht einmal die Szene, dass diese angeschnitten wird. Das kann ja einmal sein, dass der Kellner, der sie rausträgt, stolpert. Es kann sein, dass der Fahrer, der sie transportiert, eine Vollbremsung machen muss. Also in der Hinsicht haben wir schon aus allen möglichen Gründen mindestens 2 Torten, dann wird sie angeschnitten. Da gibt es aber eine 3-etagige Hochzeitstorte und diese Torte, die angeschnitten wird, ist das oberste Stück und da wird dann nochmal extra gekauft. Also nochmal 2 bis 3 Stück. Und dann haben wir eine 3. und die ist aus Pappmaché, falls es für alle Notfälle. Für die beiden Hauptdarsteller Gisa Zach und Hubertus Grimm ist die Hochzeit auch das Ende ihrer Geschichte. Jetzt heißt es Abschied nehmen vom Team. Ein Jahr lang täglich miteinander arbeiten, das schweißt zusammen.
Ich glaube, man ist ein großes Stück sehr traurig, weil man einfach selten in unserem Job so lange mit dem gleichen Team zusammenarbeitet, in so einer wirklich wie in einer Familie zusammen ist, jeden Tag so viele Stunden aufeinander hängt sozusagen und auch wenn man so viel miteinander irgendwie zu schaffen hat und bei dem hohen Drehpensum finde ich es eben, ja, ist dieser Zusammenhalt zwischen uns halt unheimlich groß und es entstehen Freundschaften und das wieder so mit einem Tag auf den anderen zu verlassen und dann ist gar nichts mehr, das ist einfach ganz, ganz seltsam. Nina und Ben sind jetzt verheiratet, ihre Geschichte ist abgeschlossen. Doch die Wege zum Glück gehen weiter, eine neue Liebesgeschichte beginnt und die wird hoffentlich genauso sonnig enden wie die von Nina und Ben. Und das sehen Sie jeden Nachmittag um 16.15 Uhr im ZDF.